mehr Formel 1 live auf YouTube, so wie Sky das in Barcelona gemacht hat. Ich bin mir ganz sicher, ihr wünscht euch mehr davon. In Deutschland haben wir keine Formel 1 mehr im Free TV, zumindest nicht regelmäßig. Und ob das für die Zukunft der Formel 1 in Deutschland ein Problem sein könnte, darüber habe ich mit unserem Formel 1-Experten Marc Sure gesprochen. Marc, ist es ein Problem, wenn die Formel 1 kaum noch im Free TV zu sehen ist? Für mich ein Riesenproblem, speziell jetzt natürlich in Deutschland, weil in der Schweiz und in Österreich haben wir ja den Vorteil, dass es im Free TV noch zu sehen ist. Und in Deutschland ist einfach so, anstatt 5 Millionen schauen jetzt maximal 1 Million zu. Und das kann es nicht sein. Die Formel 1 muss den Leuten gezeigt werden, auch wenn die neuen Medien natürlich heute die Möglichkeit bieten. Natürlich kann man dann auf YouTube oder wo auch immer dann die besten Szenen noch nach dem Rennen nochmal anschauen und kann sich informieren. Das ist toll, aber es geht nichts über live. Es ist nur einmal live, sagen Sie immer. Weißt du, ich mache mir darüber ehrlich gesagt eher langfristig sogar auch Gedanken, weil wenn ich mich an meine eigene Kindheit erinnere, ich bin so mit der Formel 1 sozialisiert worden. Mein Vater, der hat das immer geschaut mit seinen Freunden. In Österreich war Heinz Brüller, Sonntagnachmittag, das hat dazugehört. So, und irgendwie dadurch, dass das immer lief, bist du da so ein bisschen reingewachsen. Wenn ich mir jetzt aber vorstelle, dass das heute halt nicht mehr einfach so Sonntagnachmittag Formel 1 läuft, dann werden da ganz viele junge Männer, so wie ich damals, halt nicht in diesen Sport rein. Rutschen. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass man da erst sehr viel später auch tatsächlich Effekte spürt dann. Ich glaube schon, ja, weil wenn das einfach normal ist, dass am Sonntagnachmittag Formel 1 geschaut wird, dann zieht das die ganze Familie mit. Das hört man auch immer wieder. Ja, mein Vater hat Formel 1 geschaut und jetzt, ich habe jetzt gerade mit Zuschauern gesprochen beim letzten Rennen und da war es genau so, dass ich gesagt habe, ja, mein Vater hat immer geschaut, jetzt wollte ich auch mal, nachdem ich Netflix gesehen habe, ja, ist ja heute so bei den jungen Leuten, wollte ich jetzt auch mal direkt vor Ort sein. Also das ist schon etwas, was man, wenn man aufwächst damit, wenn es nicht einfach so etwas Exotisches ist, dass man eigentlich nur eben im Pay-TV sehen kann gegen Bezahlung, da fehlt was. Jetzt kommentierst du ja, weiß ich, nicht alle Rennen fürs Schweizer Fernsehen, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin. Wie schaust du denn die Rennen, die du nicht selbst live kommentierst? Ich habe F1 TV abonniert. Ich schaue also den Engländern zu und die machen das sehr gut. Die haben ja auch sehr viele hochkarätige Experten dabei. Also da spielt Geld offensichtlich keine Rolle. Also das ist eine gute Show, die die da bieten, ja. Jetzt kennst du ja Schweizer Formel 1 Übertragungen und deutsche, wo du ja auch jahrelang für Premiere, Sky, DF1, wie auch immer es geheißen hat, Premiere World auch mal, glaube ich. Gibt es da Unterschiede in der Art und Weise, wie man den Sport transportiert, weil vielleicht auch das Publikum irgendwie ein bisschen unterschiedlich ist? Ja, der große Unterschied ist ja vor und nach dem Rennen. Die Show davor, ja, wo man möglichst viele Interviewpartner sucht und dann praktisch eine Show für sich macht. Dann kommt das Rennen, das ist eigentlich auf allen Kanälen mehr oder weniger gleich, weil das sind die gleichen Bilder, die wir kommentieren müssen. Und dann nach dem Rennen gibt es halt auch nochmal eine Show, wo man die ganzen Fahrer interviewt, die Teamchefs interviewt und halt die Meinungen einholt und die Statements dazu. Das heißt, die ganze Show ist riesengroß, war sie bei Sky. Und beim Schweizer Fernsehen, da wir haben einen Kameramann, ja, der steht dann am Zelt, wo die Fahrer vorbeikommen müssen und die Interviews geben und filmt da mit und das ist es dann. Und die Show vorher, ja, da macht man ein paar Interviews, erklären vielleicht etwas am Auto, aber es ist die Show vor und nach dem Rennen, das ist der große Unterschied. Jetzt erinnern sich viele noch zurück an die legendäre Zeit, als du mit Jacques Schulz kommentiert hast bei Premiere damals. Viele, viele Fans würden sich dieses Duo wieder zurückwünschen. Ich fand übrigens immer genial, Marc, weil man immer, Jacques hat, glaube ich, irgendwie Cola oder Red Bull getrunken, da hat man immer das Dosenklacken gehört im Mikro. Das ist meine schöne Erinnerung an die Zeit. Würdest du denn nochmal mit Jacques Schulz kommentieren, sollte sich die Möglichkeit nochmal irgendwo ergeben? Weil es einfach so viele Fans sich tatsächlich wünschen und uns immer wieder danach fragen. Auf jeden Fall. Ich meine, das Ganze hat ja mit ihm angefangen und wir haben uns zusammengerauft und sind dann sicherlich ein gutes Paar geworden, das sich ergänzt hat. Ja. Er mit seinen Emotionen und ich mit der Analyse. Wir waren
kann man schon sagen, irgendwie ein Traumteam. Und ich würde jederzeit wieder mit ihm kommentieren. Sorry Leute, aber der muss sein. Wenn du Marc Sura und Jacques Schulz gern wieder als Kommentatoren sehen würdest der Formel 1, vielleicht in einer unserer Watch-Partys, dann Daumen hoch für dieses Video. Marc, jetzt möchte ich dir nicht zu nahe treten, aber zumindest wenn mich die Wikipedia nicht belügt, dann bist du 72 und damit eigentlich im gesetzlichen Rentenalter. Ich weiß nicht, wo das in der Schweiz liegt, aber ich nehme an, mit 72 bist du auch drüber. Wie lange machst du das eigentlich noch fürs Schweizer Fernsehen jetzt? Gibt es da einen Plan? Ich habe mir das natürlich auch schon überlegt, ja. Aber solange ich die Formel 1 spannend finde und interessant finde, mache ich gerne weiter. Und das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass ich selber sage, okay, jetzt will ich nicht mehr, jetzt will ich nicht mehr reisen, will ich nicht mehr zu den Rennen fahren und ich bleibe zu Hause und bereue es dann. Also muss jemand anders für mich die Entscheidung fällen. Du bist ja schon sehr lang dabei, also als Rennfahrer sowieso, aber auch auf der anderen Seite sozusagen als Journalist und Kommentator. Wie hat sich da für dich die Arbeit verändert? Was ist das Umfeld, das sich am meisten verändert hat? Und einerseits seit, ich glaube, Mitte 90er Jahre hast du damals bei DF1 angefangen, aber dann gab es nochmal einen Schritt, seit Liberty Media 2017 gekommen ist. Also das wären so die zwei, drei Schritte, die mich brennend interessieren würden, ob du da Veränderungen festgestellt hast. Das sind natürlich verschiedene Phasen. Also als ich aufgehört habe zu fahren, da war es so, dass das waren ja alles noch Kollegen, ja, die haben mich alle gekannt als ehemaliger Fahrer. Das wurde dann immer weniger. Dann wirst du irgendwann, jetzt mit Sky war ich dann ein Experte, den man akzeptiert hat, der wichtig war. Ja, Sky war ein wichtiger Sender, weil wir eben für Deutschland und mit Mercedes und so, BMW war ja noch dabei, waren wir wichtig. Da hast du einen großen Stellenwert. Aber inzwischen ist es schon so, für die Fahrer bin ich ja ein Großvater. Ja, ich sehe aus wie ein Großvater. Und dann wird es schwierig, jetzt noch mit einem jungen Fahrer eine Beziehung, also das heißt einen Draht zu haben, sondern da ist einfach der Altersunterschied zu groß. Wo hat das angefangen? Kannst du das irgendwie festmachen? Weil ich glaube, so in der Zeit, Leute wie Gerhard Berger oder auch Michael Schumacher, da hast du ja schon noch einen Bezug gehabt. Ja, richtig. Also die mit denen, die sind in die Formel 1 gekommen, ich war da. Ich war da als Kommentator auch nah dran an diesen Leuten. Und jetzt kommen da eben junge Fahrer, die damals noch nicht mal, als ich Rennen gefahren bin, noch nicht geboren waren. Ja? Und das ist schon ein großer Unterschied. Und vom Fernsehen her, was sich am meisten verändert hat, früher eben hast du einen Fahrer angesprochen. Du hast gesagt, du, kannst du mir mal kurz erklären, was war da in Runde sowieso? Heute musst du über die Presseabteilung gehen, wenn du mit dem Fahrer sprechen willst. Ja? Also die Fahrer sind dermaßen isoliert heutzutage, dass es wahnsinnig schwer ist, einen direkt anzusprechen. Da kommt sofort die Pressedame mit dem Aufnahmegerät und hört mit, was er dir sagt, weil er eigentlich nicht das Recht hat, mit dir zu sprechen, ohne dass du einen offiziellen Termin hast. Also die Fahrer sind schon sehr eingeschränkt heute. Es gibt immer die Nostalgiker, die so ein bisschen von der guten alten Zeit schwärmen und sagen, früher war alles besser. Gibt es auch was heute besser ist, Marc? Also ich denke, seit Bernie nicht mehr ist, dürfen wir beim Fernsehen viel mehr machen. Das war früher so schlimm. Wenn wir irgendwie auf die Boxenmauer gestanden sind und irgendwie ein Interview gedreht haben, da kam einer angerannt und gesagt, ihr könnt nicht von der erhöhten Position filmen, ihr müsst unten stehen und so weiter. Also wir durften nicht auf der Tribüne oben filmen Richtung Rennstrecke, das war verboten. Es war alles sehr, sehr eingeschränkt und Liberty Media erlaubt uns zu machen im Prinzip, was wir wollen. Also wir können wirklich da hinstehen, wo wir wollen, wir können filmen, was wir wollen. Es gibt keine Einschränkungen mehr und ich finde, das ist fürs Fernsehen eine große Freiheit und wir können deswegen auch viel bessere Beiträge machen. Gibt es umgekehrt auch Dinge, wo du sagst, das war wirklich früher besser und das nervt mich, dass es heute nicht mehr so ist? Ja, natürlich, weil eben früher bist du manchmal mit den Fahrern zusammengesessen und die haben geblödelt und so
Und dann hast du dahinter gesagt, ja, also der Journalist hat dann gefragt, und was kann ich jetzt schreiben davon, was ihr da erzählt habt? Also da war ein kollegiales Verhältnis zwischen Fahrern und Journalisten. Und wie gesagt, heute ist das total getrennt. Wie gefällt euch eigentlich, wie die Formel 1 im Fernsehen rüberkommt? Was könnte man besser machen? Was gefällt euch nicht so gut? Schreibt es uns in die Kommentare. Wir lesen die wirklich immer alle durch, auch wenn wir vielleicht nicht alle immer beantworten können. Und nicht vergessen, wenn euch die Interviews mit Marc Surer und unserem zweiten Experten Ralf Schumacher gefallen, dann am besten den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, denn dann verpasst ihr keins der Videos mehr mit Marc Surer und Ralf Schumacher.